herzliches Willkommen bei Kani Erlebnispädagogik. Ich bin der Andi und ich habe gestern Feuer gebohrt. Das Video ist inzwischen draußen. Und ich bin heute Morgen über einen kleinen Weidestock gestolpert. Und hatte dann die Idee, das probiere ich jetzt einfach mal. Das fertige Feuerbohrset habe ich ja erzählt. Das ist aus die Spindel aus Hasel. Und das Bohrbrett aus Pappel. Pappel sehr, sehr weich, Hasel tendenziell eher härter. Jetzt ist von der Härte her, von der Weide zu Pappel nicht viel Unterschied. Und das würde ich jetzt einfach mal probieren und das euch zugucken. Und nachher gibt es noch mein Fazit dazu. Und das machen wir jetzt geschwind. Ansonsten lasse ich alles gleich. Also ich habe hier schon neues Loch vorbereitet und anbohrt und dann die Kerbe reingeschnitzt. Deshalb auch schon die erste Spur an der Spindel. Aber der Bogen ist der gleiche, der Durchmesser von der Spindel ist ähnlich. Mein Jägerhalter ist auch wieder der gleiche. So. Und jetzt sind wir mal gespannt. Und für die, die es interessiert, ich sage es einfach ein bisschen was dazu. Ich bohre jetzt, bis ich in meiner Kerbe genug Bohrstaub bildet hat. Natürlich wird es dann auch schon langsam warm. So, und das Ding, was ich drunter liegen habe, da ist zu wenig Platz nach vorne. So. Mal ein bisschen mehr Platz habe hier. So, jetzt geht's los. Ja, dass ich da genug Bohrstaub habe, dass ich dann nachher auch entzünden kann. Rauchen tut schon ganz gut. Bohrstaub hat sich auch sehr viel bildet. So, jetzt gebe ich ein bisschen Vollgas. Ich nehme ein bisschen weniger Druck wie beim Hasel. Und guck erst mal, wie es da funktioniert. Gerade eben hat es noch geraucht. Jetzt nicht mehr. So, dementsprechend Versuch gescheitert. Ich habe schon ziemlich tief reinbohrt, aber ich bohre im gleichen Loch nochmal mit ein bisschen mehr Druck. Dann werde ich nachher garantiert ein Loch drin haben. Aber wir probieren das nochmal. Mehr Druck heißt natürlich auch mehr Kraftaufwand. Das spürt man sofort. Das sieht mal ziemlich gut aus. So seht ihr es. Es raucht. Und vielleicht sehen wir auch gleich die Glut. Also, es raucht immer noch. Fazit, es hat funktioniert. Fazit, hätte ich jetzt mein Zundernest vorbereitet, könnte ich Feuer machen. Heißt, für mich
wenn ich Hölzer habe, die ähnlich hart sind, dann brauche ich mehr Druck. Und dann funktioniert es auch. Ich weiß nicht, ob man es erkennt, oben dran. Schon kleine weiße Stelle, das ist da, wo quasi die. Ah, es glüht. Super. Genau. Mein nächster Test, den ich dann mache, ist auf jeden Fall mit 2 Harthölzer. So, in diesem Sinne, ich hoffe, der kleine Quickie hat euch gefallen. Und wie in meiner Videobeschreibung schon drin stand, probiert selber. Macht mega viel Spaß, wenn es so anstrengend ist, aber der Stolz, den man dann nachher hat, nachdem man Feuer gebohrt hat und das dann tatsächlich auch funktioniert hat, der ist unbeschreiblich. Genau. In diesem Sinne, euch eine gute Zeit, viel Spaß beim Experimentieren und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Ciao. Ja, und ich bin es nochmal zu meinem kleinen Nachtrag. Ich habe mich gerade ein bisschen erholt, habe meiner kleinen Glut noch ein bisschen nachguckt, zuguckt und habe beschlossen, der nächste Versuch wird sein mit Bambus, was ja sehr hart ist, also Spindel aus Bambus und Bohrbrett aus Eiche. Ja. Und da ist mir eingefallen, warum soll ich euch eigentlich nicht mit einbinden? Wenn ihr Idee habt vom Material her, was ich noch nehmen könnte, was ich mal für euch probiere soll, dann macht es einfach. Schreibt es unten in die Kommentare rein und dann werde ich mir das Material zusammensuchen und es mal testen. Genau, aber für mich ist erstmal vom Hartholz her ja, Bambusspindel auf Eichebohrbrett. In diesem Sinne, ich sag's nochmal, gehabt euch wohl. Lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Und habt auch hoffentlich bei zukünftigen Videos von mir ultra viel Spaß, wie ich mich abkasper. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.